Hallo zusammen und willkommen zurück zu Ori and the Blind Forest. Ja, wir hatten ja gesagt, wir machen jetzt mal eine kleine Sammeltour. Erstens mal kann es erfahrungstechnisch uns nicht schaden. Und außerdem sollten wir immer alles so gut wie es geht mitnehmen. Also wir können hier auf jeden Fall schon mal ein was holen. Das würde ich jetzt vielleicht gleich mal machen. Okay, hau ab. So. Jetzt war das hier. Nächste Erfahrung. Gibt es hier noch mehr für uns? Hier ist ein Vierer-Tor. Das holen wir auch noch. Das haben wir gerade. Oh, den habe ich jetzt glatt weg völlig übersehen, den Kollegen hier. So ein Mist. Na gut, nochmal von vorn. So. Sonst noch was? Nee. Open the gate. So, damit haben wir gleich fast drei Erfahrungspunkte, drei Fertigkeitenpunkte. Gut, ansonsten ist hier jetzt erstmal für uns, denke ich, nichts weiter zu holen. Das da oben wird wahrscheinlich immer noch nicht gehen, weil wir keine Fähigkeit haben, mit der wir höher hinauskommen. Also gehen wir hier erstmal zurück. Ach ja, stimmt, ich erinnere mich. Ah, ich hätte speichern sollen. So, ein Quatsch. Na gut. Ah, ne, hier wollte ich noch nicht lang. Ich wollte erstmal hier runter. Machen wir das halt nochmal. So. So, gut. Du haust jetzt mal ab hier, Kollege. So. Hoch. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Und zwar geht's hier drüben, geht's raus. Da kommen wir wieder in den Anfangsbereich, okay. Da gibt es jetzt sicherlich, ich wollte gerade sagen, da gibt es auch einiges, was wir jetzt holen können. Aber wenn wir jetzt hier vorne nach unten, ich würde erstmal das hier unten noch machen. Spaßeshalber. Weil das scheint dann letztendlich eh in der Sackgasse zu enden. Deshalb wäre mir das eigentlich ganz lieb. So. Den habe ich nicht mehr bedacht. Super. So. Gut, also hier runter, ne? Genau, hier runter. So, dann hier rüber. Genau. Und hier rein. Nächste Erfahrung. So, da oben waren wir jetzt natürlich auch noch nicht so richtig. Das würde mich jetzt mal
Aber irgendwie können wir da ja auch nicht hin. Moment. Wir kommen da nicht hoch. Außer da drüben, vielleicht. Hoffentlich lohnt sich der Aufwand. Oh ja, der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Okay, müssen wir nochmal machen, aber der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. Es wird jetzt sicherlich auch sehr ein bisschen mehr speicherintensiv werden, weil ich habe es eigentlich gerade ein bisschen satt, dass ich schon wieder nicht gespeichert habe. Das würde uns einfach mal so vieles ersparen. Deshalb machen wir das jetzt anders. Da drüben waren wir da schon auch nicht überall. Okay, Moment, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wo wir her. Oha. Stirb. Stirb, Kollege. Na, sag mal, wieso komme ich denn hier nicht mehr hoch? Okay. Wie bin ich denn? Ich bin doch dort schon mal reingekommen. Ich war doch da schon drin, oder? Laut Karte war ich da schon drin. Also irgendwie muss es gehen. Aber wahrscheinlich haben wir zu wenig Health. Ich habe wahrscheinlich einmal schon... Ja, oder auch nicht. So. Ach, das ist bloß dieser Bereich, wo wir hier runter... Ja, alles klar. Ja, genau. Gut. Hat sich erledigt. Warum sonst? Aber gut, was soll's. So, dann wie gehabt. Holen wir uns mal die Fähigkeitenzelle. Gerutscht. So. So. Und hüpf. Und da haben wir die nächste Energiezelle. Sehr schön, also Energielebenszelle, besser gesagt. Das freut mich sehr. Das hilft mir unwahrscheinlich weiter. Da das Spiel ja auch nicht leichter wird. So, jetzt könnten wir hier hüben. Den Gang haben wir. Eigentlich hier. Ich würde mal hier speichern. Und dann gibt es hier irgendwie. Irgendwie geht es hier mal irgendwo. Oder auch nicht links rein. Dachte ich zumindest. Ja, hier. Fähigkeitenzelle. Jetzt haben wir schon 4. Da können wir dann gut aufleveln beim nächsten Speichern. Okay. Wir springen einfach mal hier runter jetzt zum Kartenstein. So. Kartenstein. Hier oben haben wir alles. Hier hüben haben wir im Grunde genommen auch alles. Wäre nur hier und nach unten dann. Aber da, wie kommen wir denn... Wie kommen wir denn da rüber? Also ich war da ja schon, offensichtlich. Ah, von oben. Okay. Von oben. Gut, okay, dann von oben. Ähm,
bevor es schief geht. Na komm schon. Ori, wir wissen, dass es geht, also musst du es jetzt auch machen. So. So. Jetzt quasi mit einem Sprung bis da hinüber. Oder auch nicht. Ja, ja, ja. Gut. Jetzt hier runter. Warum bin ich denn hier nie lang gegangen? Okay, wir holen aber erstmal diese Fähigkeitenzelle hier unten. So. Und die da oben, hm. Die wird halt etwas schwierig werden, vermutlich. Na, komm schon. Ah, ich krieg's nicht gebacken, ja, Freunde. Wenn wir jetzt hier hüben weitergehen, kommen wir. Da hoch kommen wir auch noch nicht, ja. Das wird noch nichts, denke ich. Okay, dann lassen wir die weg. Da hoch kommen wir vermutlich sowieso auch nicht. Aber wir könnten uns... Jetzt ist der schon wieder weg. Wir sind zu voreilig mittlerweile mit dem Gegner töten. Na gut, passt auf. Der hätte uns vielleicht da hochschießen können. Aber wir können auch erstmal hier... Gehen wir erstmal den Weg. So, dann hier runter. Zurück. Sicherheitshalber. Und jetzt. So, da sind wir hier. Jetzt kämen wir hier runter. Da ist ein vierer Tor noch. Hier ist irgendwie so ein Teil zum Schüsse ablenken. Aha. Oder? Geht's hier dann noch weiter vielleicht? Moment, wir könnten... Damit können wir das Ding zumindest blockieren. Das ist schon mal gut. Da können wir nämlich das hier... Aber jetzt wird es ja trotzdem Mist. Wir müssen von der anderen Seite da ran und den Block darunter schmeißen, aber... Mmh, toll. Toll, toll, toll. Wo muss ich jetzt hin? Nochmal hier runter. Okay. Ach ja, da war ja was. Gut, mich wundert ehrlich gesagt eins sehr. Eine Sache wundert mich. Ich glaube zum Beispiel, wir sollten noch gar nicht so richtig hier sein. Denke ich. Jetzt ist der Kollege wieder da. Wir machen mal einen Speicherpunkt. Dann haben wir erstmal das hier.
Und vielleicht können wir uns mit einem seiner Geschosse hoch genug schießen lassen, dass wir hier hochkommen. Sehr gut, die nächste. Perfekt. Wenn das nichts ist. Theoretisch könnte sogar das gehen. Schießt er bis hierher? Macht er nicht. Komm schon. Nein, das wird nichts. Na gut. Ist okay, wir gucken mal. Wir haben jetzt hier Fähigkeitenpunkte. Was hätten wir denn hier als nächstes? Seelenverbindungseffizienz. Halbiert die Kosten der Seelenverbindung. Dreifachsprung. Doppelsprung haben wir und Seelenverbindungseffizienz. Zwei, drei Fähigkeitenpunkte. Okay, wir können aber auch erstmal. Dreifachsprung wäre natürlich super. Ja. Fähigkeitenkarten, Fähigkeitenmarkierungen, ja, das braucht man nicht unbedingt. Ultrastoß erhöht den Schaden und ermöglicht es, sich durch feindliche Formationen zu stoßen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal in Richtung dieses Dreifachsprungs. Machen wir die und dann warten wir einfach noch ein ab. Den Dreifachsprung, der würde uns natürlich immens helfen. Da könnten wir dann zwar gleich wieder auf Tour gehen, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. Aber wir gucken uns hier natürlich jetzt trotzdem erstmal alles noch an. So, wir hatten gesagt, wir müssen da unten durch die Tür. Dann tun wir das. Jetzt die nächste Lebensfähigkeitenquelle. Wie viel haben wir? Wir haben genug. So, speichern. Moment, wir müssen hier runterrutschen. Sehr gut. Eine Fähigkeitenzelle. Und damit haben wir ja schon die dritte. Die dritte Fähigkeit und können den Dreifachsprung lernen. Ich glaube, das hilft uns jetzt immens weiter. Was ist das letzte? Ultraverteidigung. Verringert den Schaden, der durch Feinde verursacht wird. Gut, speichern. Jetzt können wir eigentlich nochmal, mal einmal hier sind. Ich würde sagen, gehen wir hier nochmal zurück. Und holen uns mal noch diese eine. Genau. Gut, hier haben wir jetzt nichts mehr. Ich warte mal noch kurz hier, bis die wieder hochgehen. Genau, jetzt. Feuer frei, Ori. Renn los. So, jetzt haben wir hier diese Geistertür. Oh, es reicht gerade so noch. Ich hatte jetzt kurz Angst durch das viele Speichern, aber es hat gereicht. So, damit blockieren wir den. Jetzt müssen wir bloß noch den da unten blockieren, irgendwie. Da gibt es die nächste Energiezelle. Gibt es die nächste Energiezelle. So. Das Ding nehmen wir natürlich auch noch. Okay, nee, das nehmen wir nicht mit, weil wir haben keine Energie mehr. Gut, jetzt schieben wir den hier runter. Und dann schieben wir den hier runter. So, und da können wir erstmal zumindestens ein Stück weiter. Okay, hier geht's so nicht weiter. Alles klar. Wow. Oh, wir können. Okay, gut zu wissen. Wir können also die Dinger auch nach oben zerstören. Das ist wirklich gut zu wissen. So. Fähigkeitenpunkte, Energiezelle. Perfekt.
So. Wupp. Das ist nicht so gut gewesen jetzt. Jetzt haben wir auch nicht genug Scheibenkleister. Wie kriege ich denn jetzt mal noch ein bisschen Energie her? Da oben. Das reicht nicht. Wir müssen erstmal jetzt irgendwie unsere Energie... Reicht immer noch nicht. Wir müssen unsere Energie erfüllen. Dam, 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 dam. Zurückgehen will ich jetzt eigentlich ungern. Wir müssen jetzt irgendwie unsere Energie... Achso. Gut, nee, lass du. Unsere Energie erfüllen. Aber es gibt ja nichts zum Energie erfüllen. Wie kriegen wir denn jetzt mal noch die eine Zelle voll? Verflixt und zugenäht. Na gut, dann würde ich sagen, das hat man ja jetzt gemacht schon, ne? Ja. Wie kriegen wir jetzt noch diese eine Energiezelle voll? Da oben. Und just so. So. Haben wir das auch gleich noch mitgemacht? Oh, das war knapp. So, und jetzt aber. Das haben wir schon, gut. So, jetzt nochmal von vorn. Wir schieben den hier davor. Schieben wir das da hier runter und blockieren damit den zweiten Laser. Allerdings können wir nicht so richtig ausschalten noch. Das ist, ich frage mich auch, warum das hier so ein Teil an sich ist. Möglicherweise kann die Spinne vielleicht dort oben doch noch mehr für uns tun, als wir gedacht haben. Aber ist jetzt im Endeffekt egal. So, das ist eine gute Erkenntnis, dass das geht. Das wusste ich nämlich nicht. So, und damit haben wir die. Gut. Und damit ist unsere Energie wieder voll. So, wir erzeugen eine Seelenverbindung. Zack. Okay. Können wir den jetzt etwa ausschalten? Wow. Aha. Aber was bringt mir das? Wir haben ja schon alles geholt, ja. Ich denke, wir belassen es dabei. Na, Ori. Ha? Streng dich mal ein bisschen an, ja, mein Freund. So, schön. Damit haben wir hier unten auch schon mal alles. Hier ist nichts mehr.
Zumindest von dem, was wir erreichen konnten. Und das war ja jetzt hier in dem Fall, beziehungsweise von dem, was wir schon gefunden haben, muss man dazu sagen. Jetzt stehen wir hier unten ganz gut da. Jetzt müssen wir bloß wieder hier hochkommen. So. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist die entscheidende Frage. Da drüben, gegenüber sozusagen. Okay. Gut, sehr schön. Ori, Ori, Konzentration bitte. So. Zack. Und dann, wo gehen wir denn dann hin? Ich glaube, es werden auch zwei Sammelfolgen jetzt. Weil die Folge ist schon wieder, wir sind schon wieder an der Zeit ran. Aber ich will halt gerne diese Erfahrung und das alles jetzt schon mitnehmen. Einfach weil es uns hilft und uns das Spiel leichter macht. Und ihr habt es im Ginsobaum gesehen, das Spiel tut alles dafür, dass es nicht leicht ist. Unsere Waffenfähigkeit müssten wir auch mal noch verstärken. Das wäre echt. Hallo, kannst du mal hier bitte? Danke. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kommen wir vielleicht mit dem Trippelsprung. Oh, dann das Vieh habe ich nicht mehr gedacht. Mit dem Trippelsprung könnten wir jetzt vielleicht sogar mit ein wenig Glück. Jawohl. Erledigt. So, dann haben wir hier oben gleich noch mal was. Das würde ich jetzt auch mehr. Oh Gott. Mir auch gleich mal noch zu Gemüte führen hier. So. Haben wir den nächste. Und jetzt hier wäre auch noch. Hier müssten wir sowieso hin, hier unten. Ja, wir gehen hier hinten rum. Scheibenkleister, an das Ding habe ich nicht mehr gedacht. Ach. So ein Mist aber auch. Na gut, okay. Alles klar. Dann halt nochmal von vorn. Das machen wir jetzt noch in der Folge. Und wenn wir da sind, wieder da oben sind, dann beende ich die Folge einfach. Das ist jetzt ja Bonus, weil ich wieder mal auf der ganzen Linie versagt habe. So. Schnell hier hoch. Zack, das nehmen wir mit. So. Wie war das jetzt? Hatten wir hier noch was zu holen? Nee. Gut, dann können wir jetzt ja den Sprung wagen. Zack. Hier rüber. So.
wir da, wo wir hin wollen. Ja, liebe Freunde, damit beende ich die Folge. Wir machen in der nächsten Folge, wie schon angekündigt, doch nochmal eine kleine Loot-Tour. Einfach weil, ja, ich diese Gegenstände haben will. Und je eher wir die kriegen, desto besser. Ja. Also, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.